Amt. Amt ist eine offizielle Stellung. Zum Beispiel kann man das Amt des Vereinsvorsitzenden haben. Amt kann auch ein kirchliches Amt sein, ein staatliches Amt. Man kann einen Amtseid ablegen, man kann für eine bestimmte Amtsperiode ein Amt haben, man kann auch sein Amt niederlegen. Amt ist auch eine zentrale offizielle Institution, so kann man auch ein Amt einschalten. Und so heißt Amt auch allgemein staatliche Behörde. Wenn du ein Amt annimmst, zum Beispiel in einem gemeinnützigen Verein, dann ist es zum einen wichtig, dass du das Amt ernst nimmst. Es ist aber auch wichtig, dass du dich nicht zu sehr damit identifizierst. Und es ist auch wichtig, dass wenn du ein Amt hast, dass du mit anderen zusammenarbeitest und zusammenwirkst. Viele Menschen zusammen können viel bewirken.